can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Und erstmal tausend Dank für 200 Abos. Yay! Ey, ich freue mich wirklich sehr. Der Januar lief sowas von krass gut. Danke an jeden Einzelnen da draußen. Kann gerne so weitergehen. Bin ich nicht traurig drüber. Jo, also vielen lieben Dank. Das wollte ich nur erstmal gesagt haben. Jetzt stehen wir hier völlig nackt und deprimiert. Sollte vielleicht nicht so viel Zeit verdrödeln, damit dieser kein Fähigkeitsabzug nicht verschwindet. Ja, fieses Vieh, Stufe 2. Und ich hatte auch einen Kommentar dazu, meine Parierleiste war voll. Ich weiß zwar, dass es die gibt, aber ich habe irgendwie nicht drauf geachtet. Aber selbst wenn, hätte ich in der Situation wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr machen können. Außer eventuell einen Trank reinhauen. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Hättet ihr mich ja mal erinnern können. So, na gut, dann hauen wir uns hier nochmal die Wolfsrüstung an. Der Helm war gerade hier oben, ne? Eisenhelm. Nehmen wir den. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir das Vieh jetzt mal endgültig besiegen gehen. Anders geht's ja nicht. Unser Zeug wiederholen. Und dann mal gucken, was wir die restliche Folge machen. War auch doof. Ich habe Drachenmutter vorher natürlich noch schön geholt. Wir hatten ja den guten Knochenwanst am Start. Der hätte uns in der Situation ein bisschen mehr gebracht. So, was futtern wir mal? Ich würde mal sagen, wir hauen uns hier einen Rübeneintopf rein. Wir hauen uns nochmal eine Suppe mit rein. Und was haben wir noch Schönes? Ein paar Würstchen. Nehmen wir auch noch mit. Achso, wir bräuchten vielleicht noch was zum Kämpfen, wa? Oder was meint ihr? Wo habe ich denn? Hier oben haben wir noch Waffen. Hä? Wir müssen doch noch irgendwas Besseres haben. Bin ich verwirrt? Hier haben wir gar keine Waffe drin. Ja gut, den Edelholzbogen, den kann ich auch vergessen. Sag mal, was hatten wir denn davor? Wir hatten doch Eisendings. Mann, wo habe ich denn das wieder hingepackt, ey? Sinnlos, sinnlos. Hier oben mit in die Kiste nicht zufällig, ne? Ach, guck mal, Fermentierer ist fertig. Hier hatte ich die Wurzelmaske reingepackt und die Zorngeist-Trophäe. Na komm, wir nehmen hier gleich mal noch ein paar Tränke mit. Mittlerer Ausdauer-Med. Irgendwo müssen noch Waffen sein. Es kann sein, dass ich die vielleicht vorne in irgendeine Kiste gepackt habe. Komm, wir gehen mal fix gucken. Ja, im Haus ist noch nicht viel passiert. Wir haben ja kein Teer mehr. Dementsprechend habe ich auch noch nicht groß was weitergemacht. Wir müssen mal gucken, ob wir in der Folge... Ah, ach guck mal, hier ist doch sogar Drachenhelm. Eisenschuppenrüstung, Wolfsbrustschutz. Okay, zack. Und hier haben wir den Streitkolben. Und dann nehmen wir das Silberschild noch mit. Wollen wir nochmal pennen gehen? Lieber ja. Komm, wir hauen uns dann mal fix ins Bett. Ja, und je nachdem, ob wir die Folge noch ein bisschen Teer finden oder nicht, eigentlich wollte ich mit euch ja aufs Boot, kann ich dann eventuell heute Abend noch ein bisschen weiter basteln. Aber mal gucken. Wir müssen erstmal in die Ebenen hoffen, dass wir nicht direkt wieder sterben, unser Zeug holen. Ich frage mich gerade, warum wir in die Ebenen gegangen sind. Ach, mein Alzheimer, ne? Wir wieder da, der Gute. War ich auf dem Weg? Warte mal. Warte mal. Wir haben Drachenmutter geholt. Und jetzt muss ich nochmal überlegen wegen dem Boot. Boot war hier, aber warum sind wir denn hier hintergerannt? Oder bin ich? Ich bin gerade ein bisschen... Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Tut mir leid. Ah, ihr kennt das ja schon von mir. Was will man machen? Naja, egal. Jetzt erstmal Daumen drücken, dass wir unser Zeug wieder kriegen. Ah, hier hinten war ja effektiv nichts mehr. Ach ja, und die Loxis rasten wie... Oh, guck mal, die ernten alles ab. Eigentlich müssen wir die in der Nähe lassen. Haben wir direkt eine automatische Erntmaschine. Wäre doch geil. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich hab Schiss. Da hinten ist unser Todespunkt. Ich habe halt ein bisschen die Hoffnung, da jetzt Tag ist, dass der nicht mehr am Start ist, der Gute. Ich meine, der war schon gut geschwächt, aber alter Schwede, ey. Hat das Vieh reingepfeffert mit seinem Speer. Sieht erstmal gut aus. Ich höre ihn. Ist er das da hinten?
Er rennt weg. Er rennt weg. Ja, kannst du ruhig machen. So, jetzt können wir nicht alles nehmen, weil... zu voll. Na super. Ach, Mann. Ach so, weil wir den Gürtel auch noch nicht angelegt haben. Wo ist denn mein Gürtel? Ich hab so Schiss, dass auf einmal ein Speer kommt. Ich sag's euch, Leute. Da oben ist er. So, zack, zack, zack. Alles anziehen, bitte. Da haben wir die beiden Sachen schon auf der 3, ne? Und der fetzt trotzdem noch so heftig rein. Aber ich weiß wirklich nicht, was wir hier hinten wollten. Kam der erst hier hinten, oder? Ach, tut mir leid. Egal. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das ganze Zeug erstmal wegkriegen. Wir müssen uns jetzt nochmal nach Hause teleportieren. Könnte schwer werden mit der Folge Teer finden. Wir müssen nochmal nach Hause das Zeug loswerden. Ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich wird das Ewigkeiten dort bleiben, unser Sarg mit dem Zeug drin. Aber ich habe ein bisschen Schiss, da wir jetzt einmal dran waren, dass es dann vielleicht doch verschwindet. Guck mal, werdet ihr fertig? Nö, schade. Boah, ey, die flippen da so völlig aus. Was hat euch denn die Gerste getan? Gar nichts. Naja. Solange die auf den Feldern bleiben, bin ich ganz entspannt. Hauptsache, die gehen mir nicht an die Gebäude. Weil die kriegen wir nicht wieder. Die können wir auch so nicht nochmal 1:1 nachbauen. Und das wäre schade drum. So, guck mal, wir hatten das auf jeden Fall für ein Portal mit. Zack. Hier, Wolfsfellumhang. Hier oben drauf... das alles weg, das wieder sortiert. Essen haben wir dabei, Federn weg, Holz weg. Ach, wir waren Edelholz sammeln. Jetzt kommt's wieder. Haha, schön. Da habe ich nicht dran gedacht. So, zwei Tränke, das passt. Die Münzen noch, dann haben wir hier noch ein bisschen Pfeile. Sieht gut aus. Wir waren Edelholz sammeln da hinten. Jetzt kam es mir wieder in den Sinn. Naja, komm, wir holen das restliche Zeug noch. Guck mal, jetzt ist Loxi hier am Start. Hast du noch Moltebeeren? Ich habe keine mehr. Müssen wir hier vielleicht nochmal ein paar hinwerfen. Aber wir sind jetzt eh gerade nicht in der Nähe, dann klappt das wieder nicht. Hauptsache, du rennst nicht weg. Ach komm, wir werfen trotzdem ein paar hin. Was soll der Geiz? Ach so, das sind dann die Dinger, wenn die Moltebeeren abgeerntet sind. Ich habe mich ja letztens gefragt, was das für eine Pflanze ist. Jetzt weiß ich, so drei Stück reichen aber noch nicht. Da müssen wir schon ein paar mehr hinwerfen. Und ich hatte einen Kommentar, dass ich wohl doch ein paar Wurzeln übersehen hatte. Ich hatte mich nämlich gewundert, weil ich 5 waren definitiv zu wenig. Wir hatten sonst immer mehr, wenn wir so eine gute Monstrosität besiegt haben. Und ja, das hat mich ein bisschen gewundert. Und ich hatte einen Kommentar, dass ich dort, wo ich das Klimmer aufgehoben habe, wo was übersehen habe. Natürlich sehr schade, wird wahrscheinlich nicht mehr da sein. Wisst ihr, was ich geil fände? Ein Geschwindigkeitstrank. Das wäre irgendwie mega, weil so jetzt hier mit dem Leichenlauf, wenn wir so unterwegs sind, das wäre um einiges geiler. Ja, bitte, bitte Iron Gate, bringt dort so einen Geschwindigkeitstrank mit rein ins Spiel. Das wäre doch mal geil. Schön trinken und zack durchrennen. Gibt's doch in tausenden Spielen. Mein Verbesserungsvorschlag. Nehmt ihn zu Herzen. Wir hatten auch so gute Lebensmittel-Intus, ne? Wir waren eigentlich so stark unterwegs, aber trotzdem heftigst abgelost. So, wir brauchen nämlich... zweimal das, wir brauchen 20 das, viermal das, 20 das und wir brauchen jetzt gleich noch das Edelholz. Ach, jetzt habe ich Loxinix hingeworfen, naja. Das und das kann noch weg. Wir haben wieder alles am Start. Das passt alles, ist auch vom Leben her in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken, Blutpudding. Guck mal, 70 Ausdauer, 75 Ausdauer und die Würste haben Leben gebracht, ne? Der Rest war hier auch nur Ausdauer, genau. Dann hauen wir auf jeden Fall erstmal die Karottensuppe weg, nehmen den Blutpudding mit. Mh, lecker Blutpudding. So, dann haben wir doch hier ein bisschen was. Wir haben zwei Tränke am Start, wir haben Drachenmutti. Das passt alles. Ich hoffe jetzt gerade nur ganz stark, dass unser Boot wirklich hier steht. Aber müsste eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Muttistein. Ach, Mensch, ich muss noch ein Portal bauen. Aber wir gucken mal kurz. Muttistein müsste doch hier oben bei der Drachenmutti sein, ne?
So viel zum Thema. Oder nee, wir hatten das umgebaut. Ne? Vor allem, oh, mein Alzheimer, ey Leute, es tut mir leid, dass ihr mich überhaupt guckt. Ich verstehe es nicht. Nein. Nee, warte mal. Wir haben das doch, glaube ich, hier abgebaut und mit hier rübergenommen. Kann das sein? Ja, weil das hieß Steinsuche vorher, das Portal. Okay, was haben wir denn hier oben eigentlich? Nebellande, ne? Hätte ich auch mal Bock mit euch, aber es ist ja aktuell hier noch gar nichts los. Müssen wir noch aufs nächste Update warten. Na gut, dann müssen wir jetzt zur Basis. Wir bauen jetzt erstmal ein Portal. So, zack, zack. Ah, ich guck mal, ich habe nicht mal das Edelholz mitgenommen. Welche Kiste war es? Die war es. So, wie viel kostet denn das? 20, oder? Ich glaube 20, ne? Jo. So, einmal Portal. Och nö, dann stellen wir es hier hin. Passt sonst nicht mit den Steinen. Zack, und dann machen wir hier... Wie nennen wir es denn? Teersuche? Wir nennen es jetzt Teersuche. Muss ich mir nur unbedingt merken. So. Ich wollte mir eigentlich schon längst mal angewöhnen, mir mal einen Zettel und einen Stift hier hinzulegen. Um mir mal wichtige Sachen zu merken, aber naja. Ihr müsst damit leben, dass ich ein bisschen lost bin. Und schon wieder halbe Folge rum und Loxi am Arsch. Geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Da wartet schon wieder der nächste Goblin. Loxi ist auch noch da. Ach komm, haut doch alle ab. Die Sache ist, wir müssen jetzt hier rüber. Und jetzt drückt mal bitte die Daumen. Ich glaube, wir hatten doch sogar letztens mal geguckt, wo das Boot ist. Aber es muss dort sein. Ah. Was ist mit ihm los? Hat auch keinen Bock. Ich will auch nicht kämpfen. Wollen wir uns vertragen? Anscheinend nicht. Loxi ist zum Glück weg. Aber wenn wir letztens geguckt haben, wo das Boot ist... So, irgendwie habe ich so eine Erinnerung. Tut mir echt leid, Leute. Mein Kopf ist voll. Arbeit, Kind, Frau. Zurzeit echt viel zu tun. Da ist einfach mein Kopf ein bisschen voll. Und gerade wenn ich es dann nicht täglich Let's Playe wie jetzt, sondern nur jeden zweiten Tag eine Folge bringe und dann teilweise auch zwei Folgen hintereinander aufnehme, dann ist das immer alles schon wieder 4-5 Tage her. Und so gut ist mein Gedächtnis nicht mehr. Weiß auch nicht warum. Als Jugendlicher konnte ich mir so viel merken mittlerweile. Muss ich gefühlt über alles, was ich mache, Liste schreiben. Sonst komme ich nicht mehr hinterher. So ist es leider. Traurig, aber wahr. Ja, irgendwie habe ich noch... Was ist hier? Geh weg, ich ziehe mir gerade was an. Gar keine Privatsphäre hier. Ziehst dich mal um. Kommt schon wieder einer spannen. Nochmal drei Loxis. Ja, irgendwie... Ach, komm. Aua. Hä? Es war schon wieder so. Ich habe ein... Aua. Boah, shit, ey. Zwei so eine Viecher und das Leben ist schon wieder kacke, ne? Wir sterben gleich wieder, ich sag's euch. Hau hier mal so ein Ding rein, bitte. Aua, ich sag's doch. Er war auch ungünstig von mir, vom Zeitpunkt gewählt. Ach kommt, jetzt hört doch mal auf. Ich kann aber auch nicht zuschlagen, weil dann kommt wieder gleich der Nächste hier. Wir müssen hier mal ein bisschen auf... Ah! Och, Leute, das ist doch einfach nicht der Ernst. Ja, jetzt piekst mich. Wirklich, wie viel Glück kann man denn haben in diesem Spiel? Leute, ich check's nicht. Boah, wir sterben gleich wieder und Fähigkeitenabzug ist natürlich schön weg. Ah. Oh, geil, geil, jawohl. Double Hit. Besser hätte es nicht laufen können. Die Nadel lasse ich jetzt liegen. Scheiß auf die Nadel. Ich will jetzt nicht gegen Loxi kämpfen. Ehrlich nicht. Komm. Ich dachte, wir werden Freunde. Und dann sowas hier. Ja, komm, ist doch gut, ey. Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch in Zukunft wieder ein bisschen mehr auf Leben gehen. Weil die Ausdauer ist zwar schon geil, gar keine Frage, aber... Mal so 98 Leben, da wirst du halt auch nicht glücklich in den Ebenen mit. So, um nochmal zurückzukommen. Also, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass wir irgendwann letztens mal nach dem Boot geguckt haben.
Und da bin ich definitiv nicht von der Basis hier rübergerannt. Also es könnte durchaus sein, dass doch noch ein Portal daneben steht. Nein! Ah, ich bin dumm. Das Boot steht doch beim Händler. Haben wir die... Ah, ich weiß. Eigentlich müsste das Boot beim Händler stehen, ne? Was haben wir denn zuerst? Haben wir zuerst die Drachenmutti gekillt oder hatten wir vorher den Gürtel? Was war zuerst? Ja, ich meine, nützt ja alles nichts. Wir rennen jetzt mal kurz hier rüber, wenn wir einmal hier sind. Ich habe mir hier auch Teer markiert. Ach, warte mal. Aber eigentlich waren wir zuletzt beim Händler, ne? Wir sind doch bis hier oben hin. Ich habe das Boot doch nicht hier abgebaut und dann, ich glaube, das haben wir danach gemacht. Ach, naja, bisschen verschenkte Zeit. Was soll's? Tut mir leid. Dafür gehen die Folgen aktuell ein bisschen länger. Also, regt euch nicht auf. Ach, shit. Aber ist hier noch Teer? Was habe ich mir denn hier für Teer markiert? Wir müssen mal gucken. Ich sag mal, wenn wir jetzt Teer finden, ist ja auch nicht so verkehrt. Ah, ein bisschen zu tief und gleich fliegt er weg. Immer noch zu tief. Jetzt fliegt er weg. Bam. Ah, habt das gesehen. War das geil. Zack. Ja, scheiß auf die Nadeln. Nee, hier waren wir schon fleißig am Graben. Zwei Terblobs sehe ich, aber... Ja, und ich habe sie natürlich wieder aggro gemacht. Ach Mann, die haben aber auch einen Riesenradius. Was haben denn die für Augen? Ja, und du kommst auch noch. Bam, gibt's mal eine mit der Faust. Hauptsache, die Teerviecher lassen mich in Ruhe, dann bin ich happy. So, Todeskido, komm her. Ach, da sind sie ja wieder. Verdammt. Ich dachte, die haben abgelassen von mir. Wir gehen jetzt einfach mal hier vorne gucken. Scheiß drauf, was soll's. Dann sind wir halt einmal hier. Sind ein bisschen Zeit verschenkt. Naja. Nee, ich glaube, es steht beim Händler. Ich glaube, es steht beim Händler. Ach, Mann. Wenn das so weitergeht mit meinem Alzheimer, dann kommen wir hier nie voran. Ach, sag mal, ich bin schon längst wieder in dem dunklen Wald unterwegs. Da hast du gar nichts zu suchen, mein Freund. Klingt aber auch zur Zeit, als wären es 5 Trolle auf einmal, ne? Komm hier, jawoll, hau die ganzen Krautzwerge weg. Geil. Ich würde fast sagen, wir teleportieren uns... Ah, da hinten ist sogar ein Troll. Ja, ich würde fast sagen, scheiß drauf, hier vorne wird das Boot nicht stehen. Aber wir bauen jetzt hier einfach noch ein Portal hin und machen dann noch eins. Wir haben ja genügend Zeug dafür. Bevor ich jetzt wieder alles zurückrenne, ich wollte mit euch endlich aufs Boot. Und hab's einfach mal wieder verpennt. Ah, hier steht... Warte mal. Doch, da steht ein Boot. Ich hätte Bock, den mal zu blocken. Einfach mal, um zu wissen, wie das zurzeit aussieht mit unserem Zeug. Ah, war nicht perfekt geblockt. Ah, da muss man... 220 Schaden. Achso, hier am Boden gerade. Sagt mal, jetzt haut mal ab, alle. Jawohl, hau die kaputt. Hey, nicht jetzt lecken, bitte. Ich will den perfekt blocken. Man muss echt sehr, sehr spät das Schild rausholen. Ich bin da immer ein bisschen zu früh dran. Jetzt. Bam. Geil. Und zack. Boah, guck mal, was wir dem mittlerweile für Schaden zufügen, ne? Ist schon geil. Wieder. Bam. Geil. Überlegt mal, wie lange wir am Anfang... Ihr hat einen haarigen Arsch. Guck mal. Man sollte sich vielleicht mal wieder rasieren. Sucht der Mann spitzen Stein. Was wollte ich sagen? Ach ja, überlegt mal, wie lange wir am Anfang für so einen Troll gebraucht haben, ne? Ich weiß noch, den ersten, den wir gesehen haben. Oh Gott, ey. Mit normalen Holzpfeilen da drauf auf das Vieh. War, glaube ich, sogar der erste Tod.
ich mich noch richtig erinnere. Also sowas weiß ich dann wieder, ne? So, also, hey, wir haben hier unser Schiff. Also ist es anscheinend doch hier. Perfekt. Wir nehmen jetzt Boot weg. Und ich würde sagen, wir segeln jetzt einfach mal stumpf nach Süden. Weil hier unten in dem Bereich haben wir noch gar nichts gesehen. Weiß nicht, haben wir einfach noch eins gebaut gehabt für den Händler? Ich muss da nochmal gucken gehen. Oh Gott, wir stecken fest. Ich würde gern nach vorne. Kriegen wir das irgendwie hin? Achso, ich bin voll eingelenkt. Macht sich vielleicht nicht so praktisch. Jawohl, ah geil, wir machen gleich Drachenmutter an. Jetzt ist natürlich der Ausgeruht-Skill vorbei, Lebensmittel lassen auch langsam nach. Wir hauen gleich mal welche rein, für den Fall der Fälle, hier kommt noch eine Seeschlange. Jetzt habe ich nicht geguckt, in welchem Zustand das Boot ist. Naja, wir werden es überleben. Ich hoffe, ich muss mich nicht traurig zurückerinnern an diese Worte. So, wir haben nicht wieder voll Gegenwind, aber wisst ihr was, es ist egal. Drachenmutter, Attacke! Hä? Achso, wenn ich hier dran bin, geht das nicht. Drachenmutter, Attacke! Jawohl, guckt's euch an. Bam, da hat's gedreht oben. Wie geil. Wie lange hält der Schwarm? 5 Minuten nur. Mann, Spiel, Iron Gate, hätte mal ein bisschen mehr gönnen können. Ganz ehrlich. 10 Minuten wären locker drin gewesen. Und wieder epische Musik. Ach, ich liebe das Meer. Also manchmal hasse ich's, aber manchmal liebe ich's auch. Schön. Es geht wieder auf Reise. Da hinten kommt schon Festland. Ach, ist das geil. Da können wir die 5 Minuten mit Rückenwind nutzen. Da kommen wir gerade hier mit dem Langschiff und segeln nach unten natürlich echt ordentlich weit. Und können dann immer einfach ein bisschen auf den Inseln drauf rumspazieren, warten, bis die Fähigkeit wieder aufgeladen ist und zack, geht's weiter. Ach, schön. Das macht uns das Leben so viel leichter, um die Welt zu erkunden. Ich hatte ja eigentlich mal so als großen Traum irgendwann mal wirklich mal alles aufzudecken. Das wäre so mega, wenn wir das machen könnten. Aber ich glaube, da sind wir bei Folge 2000. Wenn's reicht. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass die Updates irgendwie zeitnah kommen, dass wir immer wieder neues Zeug haben, was uns auch animiert weiterzuspielen. Ich meine, der große Boss an den Ebenen kommt noch, gar keine Frage. Den Typen holen wir uns noch und wir haben auch so noch genügend vor, also ist jetzt nicht so, dass ich persönlich denke, dass hier in den nächsten 50 Folgen Schluss ist. Dafür macht es mir auch einfach immer noch zu viel Spaß und euch ja anscheinend auch. Zumindest was die Aufrufe und Likes und so weiter angeht, seid ihr ja echt fleißig dabei. Was steht denn da für ein krasser Stein? Ja, und deswegen, also von meiner Seite aus, ist definitiv noch lange nicht Schluss. Ich bin mal gespannt. Irgendwie habe ich schon ein bisschen, ja, nicht Angst davor, aber mich überkommt so ein Gefühl von Traurigkeit, wenn ich irgendwie dran denke, dass wir irgendwann mal, oder dass ich irgendwann mal hier sitze und sage, so Leute, das war's. Will ich gar nicht dran denken, ehrlich. Ich finde es krass, wie lange dieses Spiel mich bei Laune hält. Ich kann es nur immer wieder sagen, das ist echt mega, mega geil. Bei eigentlich jedem anderen Spiel, was ich bisher gezockt habe, außer vielleicht Gothic. Ich muss sagen, die Gothic-Teile, also 1 und 2, die haben es mir auch echt angetan damals. Und das Gothic 1 kommt ja wahrscheinlich, glaube ich, dieses Jahr auch noch als Remastered raus. Das überlege ich definitiv auch nochmal mit euch zu daddeln. Aber ansonsten wüsste ich es tatsächlich nicht, welches Spiel es mir so krass angetan hat, dass ich so lange dabei bleibe. Vor allem so viel Spielstunden sammeln. So, was haben wir denn hier? Wir machen mal ein bisschen langsam. Ebenen. Entschuldigung, Ebenen, Ebenen, Ebenen. Hier wollen wir hin. So, schön langsam hier ran, perfekt. Und zack. Ja, das sieht doch gut aus. So, erstmal markieren. Boot. Ich weiß. Ah, ich habe kein normales Holz mitgenommen. Na, 4 Stück haben wir noch. Bisschen was müssen wir noch sammeln. Oh, guck mal. Ist das der Stein? Oh, mein Augenlid zuckelt. Ja, Augenlid, ich freue mich auch. Es könnte der Stein sein für Dings da. Ich weiß gar nicht. Jacklud oder irgendwie so heißt er. Wahrscheinlich wird er ganz anders ausgesprochen und heißt auch ganz anders, aber irgendwie so. Hey, mein Freund, komm, hau mal einen Speer. Guck dir mal diesen Stufe 1-Typen an, ne? Haust du zweimal drauf, ist hier Schicht im Schacht.
Und sein großer Bruder macht mir richtig Feuer. Feuer hinterm Feuer am Hintern. Mann. Jawohl, da ist er. Jakluf. Bam. Wo ist er? Oh, gar nicht so weit weg. Check. Wieder ein Punkt auf der Liste abgehakt. Wie schön. Ich würde halt eigentlich gern nochmal pennen gehen. Wie sieht's denn aus? Oh, wir sind bei 25 Minuten. Wir bauen jetzt fix ein Portal. Wir müssen noch etwas Holz holen. Machen uns nach Hause, gehen eine Runde pennen und machen erstmal Schluss mit der Folge. Und dann werden wir hier nächste Folge mal ein bisschen die Ebenen erkunden. Aber das sieht mir so aus, als wäre das doch ein größeres Gebiet. Ja, wir hauen mal eine normale Birke. Da kommt ja auch etwas normales Holz mit raus. Geil, geil. Jetzt haben wir den letzten Boss gefunden. Aber bevor wir da hingehen, sind wir auf jeden Fall richtig top. Also wir nehmen nur die allerkrassesten Lebensmittel. Gar keine Frage. Ich will definitiv das alles auf der 4 haben. Ich weiß nicht, inwiefern wir den im Fernkampf besiegen können. Es ist halt ein Riesenskelett. Aber auf jeden Fall hätte ich Torger Fangzahn auch sehr gerne noch weiter oben. Und bei Frostner müssen wir auch nochmal schauen. Oh, jetzt kommen die Homies. Wir haben genug Holz. Na, den ersten holen wir so. Und du wirst geblockt. Ah, da kommt noch einer. Komm, hau mal zu. Danke. Du auch noch? Wir haben kaum Ausdauer. Hallo, hallo, hallo. Komm mal, noch einer. Kommt denn hier alle her? Zack. Er geht erstmal eine Runde baden. Jo, befrei dich erstmal vom Gestank. Wer will schon stinkend sterben? Hä? Na, er traut sich nicht ganz. Er hat seine beiden Homies gesehen. Er hat sich anscheinend doch für den richtigen Weg entschieden. Okay, alles klar. Auch nicht schlecht. Dann können wir doch hier eine Werkbank hinzimmern. Zack, komm, bau. Und Portal. Zack, und wir haben es Teersuche genannt. Ich bin stolz auf mich. Ich konnte mir 10 Minuten einen Namen merken. Schön. Ja, sind wir schon wieder bei 27 Minuten. Naja, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle hier erstmal Schluss mit der Folge. Wir haben kein Teer, also ich kann auch nicht weiterbauen. Aber mal schauen. Ich werde vielleicht gleich morgen die nächste Folge aufnehmen, die dann übermorgen kommt. Dann kann ich vielleicht danach noch ein bisschen basteln. Was haben wir denn heute? Heute haben wir Donnerstag. Na, morgen noch, dann ist eh Wochenende. Also spätestens Wochenende werde ich schaffen, hier noch ein bisschen weiter zu basteln. Ich danke euch fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.